kommen wir zum nächsten Thema Metropolregion Hamburg. Ja, wir bleiben mit Neumünster in der Region. Wir sehen hier die Karte der Metropolregion inklusive der neuen Mitglieder, wozu ja auch Lübeck und Neumünster gehören. Und insofern hören wir nochmal Herrn Tauras. Ja, meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Neumünster und Lübeck stehen kurz vor der Aufnahme in die Metropolregion Hamburg und dürfen diesem exklusiven Club jetzt beitreten. Aber jetzt sind eine ganze Reihe von Fragen zu klären. Was bedeutet das denn ganz konkret? Welche Projekte und Aktivitäten wollen wir gemeinsam als Region bewegen? Wie wollen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern in der Metropolregion Hamburg im globalen Wettbewerb positionieren? Was wollen wir gemeinsam vorantreiben? Herr Schulz, die Frage würde ich mal an Sie geben. Was würden Sie konkret als ein Projekt, vielleicht aus Lübeck heraus, mit Neumünster oder einer anderen Stadt anschieben, wo Sie sagen, das könnte so ein Leuchtturmprojekt sein einer gemeinsamen Metropolregion? Was würden Sie da vorschlagen? Ja, das ist eine für mich relativ schwierige Frage. Das kann ich Ihnen einfach so sagen. Ich persönlich habe die Vorstellung, dass für mich Metropolregion insbesondere bedeutet, eine Einbindung unserer Stadt in die Region, damit die Stadt von der Region profitiert und dass sie infrastrukturell in sie eine Einbindung in die Metropolregion, und wir müssen den Beitrag suchen, den unsere Hansestadt in dieser Region leisten kann, und der Beitrag, den diese Stadt leisten kann, das ist meiner Meinung nach die maritime Wirtschaft, das ist die Verbindung nach Skandinavien, das ist auch eine logistische Leistung, und das, glaube ich, ist die Stärke, die wir da einbringen können, und das ist das, wo wir auch Stärke ziehen können. Fürth, das ist sehr pauschal jetzt, maritime Wirtschaft, mal konkret auf den Punkt gebracht. Was könnte man mit Neumünster oder einer anderen Stadt gemeinsam anschieben? Also zunächst mal, Herr Tauras ist ja mit Zustimmung auch der Grünen in Neumünster gewählt worden. Das, was sein Ansatz war zur Haushaltspolitik, ist ja genau mein Ansatz, ne? Zu sagen, man macht diesen Benchmarking-Prozess und guckt sich die Bereiche an. Also ich kann das voll unterstützen, das wird auch das sein, was wir hier in Lübeck machen werden. Zur Metropolregion ist es so, als gebürtiger Hamburger finde ich das unglaublich gut, dass Herr Sachse, ich habe auch in wiederholten Runden gesagt, Herr Sachse hat nicht alles falsch gemacht, dieses Setzen auf die Metropolregion ist richtig, und da stecken für Hamburg viele Chancen drin. Zum einen, für Lübeck, Entschuldigung, für Hamburg auch, das ist der entscheidende Punkt. Also zwei konkrete Beispiele. Das eine ist, ich glaube, dass wir Lübeck auch, wenn wir attraktiv sein wollen für die Menschen in der Stadt, auch im kulturellen Bereich mehr tun müssen. Und ich finde, wir sollten zum Beispiel viel stärker daran gehen, dass die kulturellen Einrichtungen in Hamburg und Lübeck sich austauschen, also dass auch mal eine Aufführung des Thalia-Theaters im Theater zu Lübeck stattfindet und umgekehrt das Theater zu Lübeck, wo häufig gute Aufführungen stattfinden, auch mal in Hamburg stattfinden. Und mir schwebt vor, Lübeck hat ja keine Volluni, dass diejenigen Studierenden, die hier ihr Studienfach nicht studieren können, perspektivisch in Lübeck wohnen bleiben und in Hamburg studieren. Mit einem Semesterticket, das dann in der Metropolregion Hamburg für den HVV, der bis Lübeck geht, gültig ist. Die bleiben in Lübeck wohnen, verlieren so nicht die Bindung an Lübeck. Das ist ein unglaubliches Problem für die Stadt, dass viele unserer besten jungen Leute weggehen aus der Stadt. Und das könnte ein Weg sein, sie hier zu halten. Das sind nur zwei von konkreten Punkten. ÖPNV, gemeinsamer ÖPNV. Ja. Könnte ja auch teurere Ticketpreise für Lübeck bedeuten. Würden Sie trotzdem sagen, als Zeichen und als Vernetzung, guter Weg? Ja, das Semesterticket ist ja deutlich günstiger, aber es ist natürlich, es gibt viele Leute, die pendeln zwischen Hamburg und Lübeck, und ich setze auf diese Achse, und deswegen halte ich das für richtig, dass Lübeck da auch in diesen Verbund mit einbezogen wird. Herr Erz, was würden Sie denn machen mit Neumünster oder in der Metropolregion Hamburg? Also ich habe da ja viel erlebt in dem Zusammenhang. Tatsächlich. Ich denke an das Jahr 2000, ja, als der Chef der Hamburger Hafengesellschaft Hala mit dem Hubschrauber einschwebte nach Travemünde. Herr Sachs erinnert sich daran, und wurde ganz großkotzig dieses neue Hafenterminal in Sims eröffnet. Sie wissen das, da wurden Gleise verlegt, Millionen versenkt, passiert ist da nie was, es ist wieder abgebaut worden. Das sind die Dinge, die schiefgegangen sind. Und es sind viele andere Dinge auch. Wir haben versucht, mit Hamburg zusammen, mit Startup Hort, Einkauf zu betreiben im EDV-Bereich. Es ist gescheitert an europäischen Regelungen. Und es war auch so, dass diese Einkaufsbedingungen mit Hamburg gar nicht günstiger waren. Und deshalb hat der Fürther durchaus recht, wenn er das mit freudscher Fehlleistung gesagt hat, es stecken große Chancen für Hamburg drin. Ich bin als Lübecker bin ich der Meinung, wir müssen uns genau hinschauen. Wir sollten uns nicht Hamburg an den Hals werfen, sondern ganz genau herausbekommen, welcher Vorteil ist das für uns. Und im Hafen ist das nicht immer ein Vorteil.
Und das war auch die Krise, die wir hatten. Die LAG hat sich ja lange gewehrt dagegen, dass ein Zusammenschluss kam. Im Prinzip hatte bis heute ja nicht stattgefunden. Die Landbrücke Hamburg-Lübeck existiert immer noch nicht. Und deshalb bin ich der Meinung, wir Lübecker sollten genau hinschauen, wenn wir was machen mit der Großregion. Diese Sache, die hier angesprochen war, Stadtbahn, S-Bahn, das ist eine tolle Sache, finde ich auch. Nur, das stimmt natürlich schon. Wenn der Preis höher ist, wird es für uns Lübecker nicht attraktiv. Aber ich denke, auf lange Frist werden wir um die S-Bahn-Anschluss in Hamburg nicht herumkommen. Herr Klicks, Verkehr ist ja auch Ihr Thema. Jetzt mal Ihr konkreter Vorschlag. Was würden Sie anschieben? Nee, da muss ich mich Herrn Förder anschließen. Und das ist eine tolle Idee. Ich hatte ein bisschen was anderes, aber das werde ich sofort revidieren. Und ja, eigentlich kann man da gar nichts hinzufügen. Gut, dann haben wir da eine Koalition hier quer über den Tisch geschmiedet. Herr Lange. Ja. Ich möchte mal ein Zitat bringen, Herr Frau Dinges-Dieres, Herr Sachse und Herr Fürther. Herr Fürther, Sie sollen mal gesagt haben, Lübeck ist die Stadt, die politisch in Kiel wenig zu melden hat und bei der die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden häufig knirscht. An Sie drei, vielleicht an Frau Dinges-Dierich zuerst. Wie wollen Sie das künftig ändern? Ja, zu Beginn mein Eingangsstatement hatte ich, glaube ich, schon einiges dazu gesagt. Aber das ist ja eine Frage, die zu der Frage von vorhin, nämlich der Metropolregion, auch passt. Und genauso die ja noch das relativ neue Kind der Hansebelt. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir in Norddeutschland eine Stimme bekommen, nicht in Norddeutschland und auch nicht in Lübeck gegenüber Hamburg oder Hamburg gegenüber Lübeck oder irgendwas, sondern wir brauchen eine norddeutsche Stimme gegenüber Berlin und Brüssel. Das sind die Herausforderungen der Zukunft. Das bedeutet auch, wenn wir an die Regionen denken, die sich rund um die Linie Fehmarn-Belt legt, also dort, wo sich jetzt auch Hansebelt gegründet hat mit den beteiligten Unternehmen, dann ist es einfach notwendig, dass wir hier mit der Zusammenarbeit, ob das jetzt im Bereich von Wissenschaft oder Wirtschaft oder der, denken Sie an den wichtigen Technologietransfer durch die Cluster in die Wirtschaft hinein. Also da gibt es viele Punkte, wo das einfach notwendig ist. Und von daher glaube ich schon, dass wir hier mit den Strukturen, die wir momentan vorliegen haben, auch stärker werden können gegenüber Berlin und Brüssel. Herr Sachse, wie wollen Sie sich künftig in Kiel noch bekannter und noch lautstärker äußern? Die Frage impliziert ja schon, dass die Gesprächskontakte mit Kiel durchaus da sind. Allerdings, man muss tatsächlich konstatieren, da bin ich durchaus bei dem, was Herr Fürther jedenfalls in seinem ersten Halbsatz gesagt hat. Die Landespolitik ist sehr stark dominiert von den ländlichen Kreisen. Im Landtag haben die Kreise, was die Zahl der Abgeordneten angeht, ein deutliches Übergewicht gegenüber den Städten. Und das spürt man, ich will nicht sagen in jeder Entscheidung, aber das spürt man durchgängig sozusagen in der üblichen Entscheidungspraxis. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe in Kiel lange keine Landesregierung erlebt, die nicht immer, wenn sie Schleswig-Holstein sagt, in erster Linie Kiel meint. Das heißt, es gibt natürlich auch eine starke Orientierung auf die Kieler Interessen. Und bei dieser Gemengelage ist es tatsächlich so, dass Lübeck ein Stück weit hinten runterfällt. Es ist viele Jahre her, dass Lübeck zuletzt ein Kabinettsmitglied hatte. Das ist auch eine Schwäche in der Position. Ich hoffe sehr, dass das im nächsten Kabinett anders wird. Aber prognostizieren will ich dazu nichts. Wir müssen. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie vielleicht fürs nächste Kabinett zu verfügen? Ich meine zu erinnern, dass ich diese Option in einer Veranstaltung der IHK bereits mal ausgeschlossen habe. Insofern müssen wir das vielleicht jetzt nicht wiederholen. Ich dachte, das war ein neuer Antrag. Nee, das ist kein neuer Antrag. Ich bin die nächsten 6,5 Jahre noch Bürgermeister der Hansestadt Lübeck und dann können Sie mich gerne wieder fragen. Gerne. Ja, Herr Förder, die von Ihnen aufgezeigten Missstände, wie wollen Sie die zukünftig bekämpfen? Ja, also zum einen ist es nicht falsch, was Frau Dinges-Dierich und der Sachse gesagt haben. Das Standing von Lübeck in der Landespolitik ist nicht gut. Das hat man zum Beispiel, auch wenn Sie dafür, Frau Dinges-Dierich, persönlich nicht verantwortlich gemacht werden können, weil Sie damals noch in Hamburg waren, aber die Wahlkreiszuschneidung zum Beispiel, die der Lübeck stark benachteiligt hat und die ländlichen Gemeinden nochmal wieder gestärkt hat, dafür waren CDU und FDP
in Kiel verantwortlich. Es ist einfach so, da muss man auch gar nicht viel drum rumreden. Und für das schlechte Standing im Land innerhalb der SPD, das kann ich mir auch nicht so recht erklären. Ich meine, da sitzen ja immerhin drei Lübecker Abgeordnete. In unserer Fraktion ist es nur einer, der aus Lübeck kommt. Aber das ist schon ein Phänomen, ne? Also warum zum Beispiel jetzt an dem Punkt bei dieser bei diesem Konsolidierungsfonds, der von den Kommunen aufgelegt wird, warum Sie da, Herr Sachse, es nicht geschafft haben, auch Ihre Fraktion, was ich zum Beispiel für meine Fraktion geschafft habe, da gab es natürlich auch kritische Stimmen, aber da muss dann Überzeugungsarbeit geleistet werden und muss dann gesagt werden, also lasst uns jetzt nicht auf ein Nein festlegen, sondern wir müssen, es gibt sicherlich immer Möglichkeiten, ein Gesetz zu verbessern, und wir sehen den Grundgedanken positiv, so negativ wie die SPD sich da geäußert hat, im Landtag haben die Grünen sich nicht geäußert. Und das meinte ich auch mit Überzeugungsarbeit und die Mühen der Ebenen. Da gehört natürlich viel Kommunikation zu. Und da muss man auch mal bei Herrn Stegner vielleicht anrufen und dafür sorgen, dass da entsprechende Weichen richtig gestellt werden. Und also ich zumindest bin dazu bereit. Ich habe mich auf die Mehrheitsfraktionen konzentriert. Ja, ja. Vielen Dank dazu.